damit herzlich willkommen hier bei mir. Ja, ich habe mir Factorio gegönnt. Wie gesagt, wir wollen ja ein bisschen das Sommerloch füllen. Ich werde jetzt hier auch am Stück aufnehmen erstmal, also nicht wundern. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Ich habe ja auch schon einen Speed. Das wäre dann quasi die Map, den ich jetzt noch ein bisschen... Ich will's nicht zu hardcore haben, tatsächlich. Ich kenne das Spiel noch überhaupt nicht. Hier unten haben wir eine Feindbasis. Ich glaube, das Stadtgebiet ist dann hier. Hier haben wir Eisen, hier haben wir Kupfer, hier haben wir Kohle, hier haben wir Stein. Klippen könnte ich mal noch ausmachen. Auch kein Mensch. Ja, ich glaube, wie gesagt, hier ist die Stadt, das Stadtgebiet. Hier haben wir nochmal Kohle. Ist gar nicht Ressourcen, obwohl. Eigentlich ein bisschen mehr machen, ne? Sehe ich jetzt noch nicht? Okay. Ja. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Mods. Ich habe nur diesen Seed, weil der mir am besten gefallen hat. Oh, das Schießen ist relativ laut. Okay. Und ansonsten, ich habe mir ein paar Videos angeguckt, wie es so ein bisschen vielleicht funktionieren könnte. Aber ansonsten, let's go. Und da sind wir. So, da sind wir gelandet. Dies ist ein freies Spiel im Factorio. Eine Aufgabe ist es, eine Rakete in den Weltraum zu entsenden. Du musst fortschrittliche Technologien erforschen, um das Raketensilo freizuschalten. Fange klein an, arbeite dich durch Automatisierung hoch und vergiss nicht, dich vor den Einheimischen zu schützen. Okay. Wir haben jetzt... Mal hier ein bisschen... Nee, das ist der Charakter, ne? Noch ein paar Magazine. So. Raus und können wir hier ein paar Platten. Das nehmen wir uns erstmal alles. Bestimmt auch eine einfache Möglichkeit, das zu nehmen. Ich weiß jetzt aber nicht. Von daher ist mir das auch egal. Mal haben Hammer. Platten ist erstmal gut. Weil ich denke mal, das ist ein bisschen wie im Foundry. Am Ende, ich brauche wahrscheinlich Platten ohne Ende. Okay, so mal raus. Entschuldigung, und wieder mein Telefon. Tut mir leid. So, machen wir mal eben lautlos und dann passt das auch. So, wo haben wir hier Ressourcen? Wir haben hier alles, wo Eisen ist da oben. Ist ja doch schon ganz schön weit weg, ne? Okay. Gehen wir erstmal zum Eisen. Gedrückt halten, okay. Mal ein bisschen Holz fällen. Weil wir brauchen ja Brennstoff erstmal. Solange das mit der Kohle noch nicht läuft, müssen wir das alles automatisch irgendwie. Muss ich dann auch gucken, wie das funktioniert. Wie gesagt, ich kenne das Spiel nur vom Hörensagen. Ich fand die Grafik eigentlich nicht so ansprechend, aber da ich jetzt immer mehr auf diese schweres Wort, Leute, auf so eine Spiele stehe, weil die für mich tatsächlich recht entspannt sind, habe ich mir einfach mal gegönnt. Das ist leider auch nicht billiger geworden. So, hier haben wir jetzt
Ja, mein Erz. Ist ein Erz, genau, jede Menge. Okay. Jawohl. Züge, Errungenschaften, Baumenü. Was? Fahrzeuge. Nee. Wir gehen in die Steuerung. Inventar öffnen. E. Objektmenü bestätigen. Bauen. Bauwerk platzieren. Drehen. Blaupause. Objektmenü. Ah, hier haben wir es. Tada. Okay, wir haben hier Kiste, Holzkiste, Eisenkiste, ein paar Fließbänder, Feuer oder Greifarm, Greifarm. Er braucht schon Strom, Rohre und Ziegelstein. Was haben wir hier? Haben wir einen Heizkessel. Und Dampfmaschine. Ah, das gehört quasi zusammen. Das ist quasi... Das ist der befeuerte Erzförderer. Den können wir schon mal stellen. Den würde ich hier hinstellen. Der sollte jetzt Erz für mich fördern. Theoretisch. Auch nicht. Macht er. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Wie gesagt, absoluter Noob in Factorio. Ich werde mich hier langsam vorarbeiten. Das wird sehr lange. Ja, ich habe mir da nur den Chucky angeguckt, vor 3 oder 4 Jahren, wo er da nochmal einen Guide quasi gemacht hat. Fand das dann aber schon wieder nicht so toll, wie er da, jeder wie er möchte, keine Frage, wie er da mit Mods gearbeitet hat. Waren sehr hilfreich natürlich, und dann hat er auch schon Blaupausen auch gehabt. Sehr hilfreich, keine Frage, ne? So, jetzt werden wir mal gucken. Dass wir diesen Feuerten Arm machen und uns eine Holzkiste. Jetzt gucken wir mal. Moment. B. Ziehen wir jetzt erstmal das Holz hier hin. Und das muss sehen. Ziehen wir den Greifer hier hin. Nur dass wir sehen, dass wir das mal haben. Den dahin. Und jetzt müssten wir eigentlich mal noch so einmachen, ne? Guck mal nicht. Wir haben jetzt nicht, haben wir nicht die Komponenten. Genau, der packt das jetzt direkt da rein. Kann ich hier das Holz und jetzt macht der. Genau. Jetzt muss ich hier meine Kiste hinstellen. Und dann lädt er das alles in diese Kiste rein. Das Eisen. Die Eisenplatten. So. Bäm. Den ich auch befeuern muss. Okay. Wir brauchen Holz, 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 Holz. Oder wir müssen anfangen, Kohle abzubauen. Oh, das Grundprinzip schon mal so halbwegs verstanden. Das ist gut. Hier ist auch wieder 33 Grad bei uns in Leipzig.
Es wird gerade nicht kühler, obwohl ich hier Ventilatoren laufen habe. Die haben sie ja damals in meiner alten Wohnung leider aus dem Keller die Klimaanlage geklaut, sonst hätte ich eine schöne Klimaanlage. Aber ja gut, dann ist es halt wie es ist. Nehmen wir nur die Hälfte. Jetzt kommen hier Eisblöcke. Ja gut. Das Ganze werden wir jetzt hier unten. Moment. Habe ich beim Schoki gesehen, ja. Brauchen genügend Komponenten. Wir brauchen. Das sind das Steine, ne? Wollen wir ein bisschen Steine bauen? Ja, aber schneller rennen? Nee, ne? Ich bin jetzt alles erstmal Entfernung, ja. Aber es ist eine. Moment, wir haben Stein. Okay. Dafür brauchen wir die Eisenplatten. Und okay. Wie gesagt, ich habe hier schon so einen kleinen Plan. Kann ich alles nehmen. Okay. Und wir brauchen vier Stück. 1, 2, 3, 4. Und eine Holzkiste. Gucken wir mal runter zur Kohle. Weiter abbauen. Wie gesagt, genau das ist der Grund, warum ich das mit den Feinden jetzt erstmal groß gemacht habe. Ich habe hier keinen Nerv, mich jetzt noch um Feinde zu kümmern. Hier haben wir Kupfer. Kohle. Versuchen wir mal diesen Aufbau, den der gute Chucky gemacht hat. Wir brauchen ja nur die Kohle. So. Und jetzt passt auf. Er hat das nämlich so gemacht. Wir probieren das hier nochmal. Und jetzt geht theoretisch die Kohle hier drüben rein. Da ist er. Damit befeuert er das. Und jetzt haben wir hier so einen Kreislauf. So. Und die befeuern sich mal gegenseitig. Und es bleibt aber auch Kohle übrig. Irgendwann. Hoffe ich. Oder? Wie war das? Ja, hier. Denn das? Ja, hier geht's. Da wird Kohle reingepumpt. Warte auf. Ach so. So. Und jetzt pumpen die hier Kohle rein. Jetzt muss ich nochmal rauskriegen, wie ich das. So. Sehr gut. So nehme ich alles und ziehen wir uns. Kohle auch mal hier hin. Lass mal sehen, wie viel wir haben. Jetzt werden wir hier weiter ein bisschen mit dem Eisen fummeln, dass wir eine kleine Produktion an den Stand kriegen. Krieg ich in den Bums weg. Wo mein Eisen da oben? Wie baue ich in dem Bums hier wieder weg? Sag mal. Ja. Wie baue ich ab? Wie reise ich ab? Stellungen. Wie gesagt, komplett neues Spiel. Bauen, Rechtsklick. Nee, ich will. Blaupause. Ja. Gegenstand löschen. Steuerungstaste, Mittelklick. Okay. Steuerungstaste.
Ist es nicht. So. Wie kriege ich den? Ich will das hier jetzt ein bisschen anders bauen, dass ich halt mehr habe. Ja? Gelöscht. Bauwerk platzieren. Geist platzieren. Pipettenwerkzeug. Umschalten. Abrissplan. Alles schön und gut. Wie kriege ich es abgebaut? Bonus, Tipps und Tricks. Und Lehren, ne, das interessiert mich nicht. Als gelesen markiert, jawohl. Auf einmal Fließbänder. Will ich nicht. Ich will wissen. Das gibt's doch gar nicht. Ahnung, ne? Dino. Gegenstand aufheben, Gegenstand ablegen, alten Modus, Gegner schießen. Gleisplanung, Subkarte verschieben, Herstellung, Trag abbrechen, Inventar, Leiste, Ausschneiden einfügen. Abrissplan. Ich kann Abrissplan erstellen. Alt-Taste und D. Spiel pausieren. Oh, man kann das Spiel pausieren. Sollte ich vielleicht machen. Wenn ich sowas ja mache. So, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier das lösche. Ich lösche schon was. Ich will es löschen. Abrissplan. Alt-Taste und D. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen. Aha. Mal eben schön aus dem Spiel getappt. Sehr gut. Wie komme ich da? Was? Das ist gerade. Wie komme ich denn? Oh, Tee. Schön. Wie kriege ich denn den Bums wieder weg? Naja, wir machen das. So. Wir brauchen noch ein paar von denen hier. Dann gerne noch ein paar Öfen. Ich mache mir jetzt. Und dann machen wir jetzt die 5. Okay.
die bauen wir jetzt. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Haben wir die hier dran? Eins. Drei. Vier. Fünf. Ihr seht, jetzt nicht hier mit der Kohle. Gibt zwar auch eine Mod für, aber so funktioniert es im Groben. Jetzt ramme ich hier runter. Tu mir die Kohle. Wie gesagt, das sind schon Wege, aber hier wird ja Macht. Die sind auch schon voll. Zwei Kohle. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, dass du das besser verteilen kannst. Oh ja, kommt Zeit, kommt Rat. Wir werden hier am Anfang sehr viel hin und her rennen. Ich freue mich. Jetzt hier nicht. Händeln wird feuern. Das ist doch totaler Blödsinn. Totaler Blödsinn. So, auf jeden Fall kommen schon mal Eisenplatten raus. Jetzt sind wir uns ja auch zu den Ressourcen. Okay, was machen wir als nächstes? Gucken wir, wie wir forschen können. Brauchen wir 10 von den Dingen. Können wir wahrscheinlich noch nicht herstellen. Oh, doch. Kupferplatten. Okay. Bedeutet. Oh, eindeutig auch Stein wieder. Fragen wir uns mal ein bisschen Stein auf, machen denselben. Ah ne, geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Ja, mir wäre Eisen eigentlich ein bisschen hier drüben lieber gewesen. Oh ja, gut. Aller Anfang ist schwer. Vielleicht mache ich doch nochmal ein neues Safe Game. Neuen Seed. Ich meine, du hast hier jede Menge Platz in diesem Ressourcenpunkt drinnen, ne? Seht ihr ja auf der Minimap. Das ist gar keine Frage, aber der Anfang ist halt wirklich... Erika. Bekommt halt kaum Steine. Wir wollten nämlich für Kupfer machen. So, jetzt sehen wir hier wieder Steine. Denselben Aufbau machen wir jetzt für Kupfer, dass wir Kupferplatten bekommen. Und dann müssen wir langsam anfangen, dass es automatisiert wird. Bedeutet, Kohle irgendwie probieren. Den Öfen zu bekommen.
Ja, mal. Wir haben jetzt hier auch nochmal 4 her. Hier haben wir auch schon Kohle wieder bestimmt. 200, das ist Bombe. Ja, der baut schon ab. Okay, das wollen wir nicht. Öfen davor. Das ist im Weg. Und ich will das doch nicht alles. Okay, Freunde. Also ich denke mal, eine Mod werde ich brauchen, dass sich das hier alles besser verteilt. Platzieren, durchziehen. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe ja eigentlich keine Lust, mich jetzt hier jedes Mal durchzuklicken. Du wisst, was ich meine. Also das ist dann wirklich nervig. Also da... Nein, das möchte ich nicht. Nein. Aber okay, es werden jetzt erstmal Kupferplatten hergestellt. Aber ich glaube, ich werde einen anderen Sieg nehmen. Das ist... Nein. Später ist er, wenn du... Den Anfang hast, ist er bestimmt geil, keine Frage, ne? Aber die Wege, nein, 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 das will ich nicht. Ich glaube, das werden wir jetzt auch noch direkt in der Folge machen. Wir beenden. Beenden. Neues Spiel. Weiter. Und wir werden uns eine eigene Karte machen. Klippen werden wir auf jeden Fall wegmachen. Genau dasselbe, ne? Genau dasselbe. Das ist wieder so. Ich will diesen Kartensieg nicht. So. Hier. Das sieht doch gut aus. Oder? Feinde. Weniger, wie gesagt, ich habe da nicht wirklich Bock zu. Kartebreite, bla bla bla, Umweltverschmutzung, ja, das ist alles okay. Und dann fangen wir hier nochmal neu an. Das sieht doch hier nämlich gut aus. Das ist unser Stadtgebiet. Hier haben wir alles da. Alles. Also am Anfang kaum Wege. Und man kann sich nach unten hin, hier haben wir schon Wald, schön ausbreiten. Hier haben wir erst das nächste böse Camp. Das werden wir jetzt mal. Doch. So, da sind wir wieder. So, Magazin nehmen wir gleich wieder. Und ich werde dann jetzt nach der Mod gucken, wie man das... es besser verteilen kann. Ach, die Platten nehmen wir noch mit. Hier ist nichts, hier ist nichts. Okay, wir müssen nach unten. Da. Da kommen unsere Ressourcen. Jawohl. Herrlich. Herrlich. Guckt euch an. Doch. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Klar, Bäume sind jetzt hier erstmal nicht da, aber wir wissen ja, wie wir anfangen. Und das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich werde mir jetzt, wie gesagt, noch die eine Mod holen.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht diesmal mit einem ordentlichen Seed. Ihr wisst, wie es läuft. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen.